der Panik! Was geht, Leute? Es ist wieder Freitag. Es ist Couch Friday. Und wir machen weiter mit Hyperlight Drifter. Das ist immer so peinlich, wenn mir die Namen nicht einfallen. Sag den anderen Hallo. Nicht mit dem Hintern Hallo sagen. Das ist unhöflich. Dann okay. Einen Moment. Wie dem auch sei. Ja, wir fangen an weiter mit diesem wunderbaren Pixel Art Game. Gehen wir gleich rein, weiterspielen. Letztens ist ja mir das Headset ausgefallen. Das sollte jetzt nicht mehr der Fall sein, weil es jetzt voll aufgeladen ist. Ein guter Freund hat mir erzählt, dass der erste Endboss eigentlich der einfachste Endboss in dem ganzen Spiel ist. Und ich dachte mir so, wow, das wird noch was. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Muss erstmal wieder in den Flow reinkommen. Fängt ja schon mal gut an. Das war aus Versehen, das war nicht gewollt. Alles, was ich hier mache, ist nicht gewollt. Oh, geh rein. Ah, Dreck, ich hasse es. Panik. Why? Was? Reizüberflutung. Oh je, Alex. Konzentration. Ich schwitze schon wieder so arg. Ja, irgendwie komme ich mit der ganzen fucking Steuerung nicht klar. Und warum ballert der auf mich? Wie soll man das? Oh, ich. Oh. Geht mir jetzt schon alles extrem auf den Sack. Wieso? Why? Oh. Ich sehe es jetzt schon kommen. Diese Geschütztürme werden mir richtig dermaßen extrem auf den Sack gehen. Oh Mann, die werden immer größer. Und daneben. Boah, fuck, hat er viel Energie. Dass ich den Dreh rausbekomme. Ah, oh, da kann man auch nicht durchschießen. Warum? Was ist da die Taktik? Ich muss mir Taktiken überlegen. Oh, Dreckscheiße, ey. Ich muss schnell sein, schnell wie ein. Oh, Dreck, Scheiße.
Oh, und dann muss ich das nochmal machen. Zwei Schläge ausweichen, zwei Schläge ausweichen, okay. Und die müssen wir... Muss ich auch eine fucking Taktik... Eigentlich... Wahrscheinlich ausweichen oder nach oben. Das müsste eigentlich passen. Oh, schlecht. Oh, noch schlechter. Nein! In dem Moment habe ich es gemerkt. Leute, ich sag euch, das wird ein langer, langer Walkthrough. Vor allem das Gut, der braucht lange zum Chargen. Ich glaube, die Vögel habe ich jetzt auch so langsam drin. Komm. Okay. Ganz ruhig. Yes! Really? Ey, wenn ich jetzt verrecke und da den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Kotze ich richtig ab. Ist das ein Timer? Nee, das ist kein Timer. Okay. Ja, ist noch einer. Okay, volle Energie haben wir. Ich muss eins mit dem Spiel sein. Fast. Scheiße. Ich kann so nicht schnell schalten. Ich komme da nicht auf den Nenner. Und jedes Mal muss ich die scheiß Sequenz hier machen. Das geht mir echt auf den Piss. Wie ist denn da die Reihenfolge? Ich kann ja nicht, ich blick da nicht durch. Sorry, Leute. Da schaltet mein Kopf viel zu langsam. Boah, das war knapp. Ja, da hätte ich wahrscheinlich...
Wenn das, zack, dann könnte ich hier und dann, okay. Wir machen es nochmal. Das müsste ja eigentlich immer der gleiche Takt sein. Das war knapp. Oder jetzt gerade weiter. Okay, wenn es zack, zack, zack. So. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Why? Ah. Und nein mit. Oh Gott. Greif doch an! What the fuck? Das sind so viele! Wie? Ohne Worte. Und daneben. Und dann. Ah, fuck. Oh, jetzt. Ah. Heilen ist doch hier. Warum will der nicht heilen, der Dude? Komm, steh auf. Los. Weiter, weiter, weiter. Ich war doch hier sicher. Wie kann das denn bitte so schwer sein? Oh, da haut er mir noch eine rein, ey. Das ist doch... Zum Mäusemelken ist es. Geht mir so auf den Sack. So unmenschlich. So herabwürdigend. Buja! Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Alter Vater, ey.
Hör, der erste Endboss, der war noch super leicht. Style der leichtesten Gegner. Fuck you, Alter. Wenn das jetzt schon so schwer ist, wie soll ich denn das schaffen? Nix gegen dich, Tobi. Alles super. Das ist der zweite, okay. Sehr gut. Kann man da rüber? Nee. Das ist nur der Teleporter dahin. Mensch, Alex ist doch nur ein Teleporter. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich mache. Muss ich jetzt da hoch oder muss ich jetzt nicht da hoch? Nee. Muss ich da lang? Alte gedrückt um zu... Ach, das sind diese Teleporter sind es, oder? Kann ich mich jetzt theoretisch hierhin teleportieren? What? Was ist denn das? Das schiebt doch kein Mensch durch. Ich schieb da nicht durch. Muss ich jetzt da rein? Ich komme mir blöd vor. Muss ich da? Nee, da bin ich runtergegangen. Ich erinnere mich. Da bin ich runtergegangen. Wenn ich aber da runtergegangen bin, was ist dann dieser Teleporter? Aha. Nee, ich bin noch da runtergegangen. Wir gehen nochmal da runter. Sorry Leute, ich muss nochmal alles durchchecken. Weil ich einfach keine Peile im Kopf habe. Ich erinnere mich. Mhm. Hier waren wir. Das heißt, ich gucke mir jetzt diesen Weg an. Tobi, der wahrscheinlich diese Reihe anschauen wird, weil er selber Hyper Light Drifter gespielt und durchgespielt hat, verfolgen wird, wird wahrscheinlich sich jetzt ärgern. Wieso gehst du diesen Weg? Oh, fuck. Wieso? Nö. Tobi wird sagen, gut gemacht. Weil, hallo? Das war wichtig. Boah, der schießt. Und danach auch noch in sein Feuer rein. Na komm, du schießt viel zu langsam. Ist scheinbar der richtige Weg. Zwei von denen. Oh. Dreck. What? Oh, ich habe nie die Energie im Blick. Komm, steh auf jetzt. Du brauchst mir viel zu lange zum Aufstehen.
definitiv zurück und upgraden demnächst. Ja, come on, übertreibt! Oh, das haben wir doch jetzt ganz gut gemeistert. Also der letzte Teil. Hier noch rein, ne. Gucken, ob irgendwo versteckte Plätze sind. Ja, ich wusste es. Oh ja, ein drittes. Nummer 3. Ich dachte, ich könnte den Tisch kaputt schlagen. Wo ist Wut? Okay. Eigentlich muss man immer die Ruhe bewahren. Gus Frabe heißt das Wort. Oh fuck. Oh, fuck. Oh, voll in seine Welle rein. Shit, 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 shit. Ah, komm schon. Bro, ich blute. Gib mir Energie. Oh. Sehr gut. Kurz das Auge kratzen. Okay. Boah, ich weiß, ich brauche Energie. Ich kann aber gerade nicht. Ich habe nix. Okay, dadurch. Zack, 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 zack. Oh fuck. Ernsthaft? Das alles nochmal? Die Scheiße skippen wir kurz. So, haben wir kurz geskippt. Zwei, drei Anläufe habe ich doch gebraucht. Aber das müssen wir. Oh, ey, ich hoffe, ich schaffe das. Fick die Hähne, ey. Ich hab's geschafft. First try. Nein, eben nicht. Ich hab irgendwann mal aufgehört, die Niederlagen zu zählen.
Eigentlich muss ich nur die Angriffe abwarten. Eigentlich. Eigentlich. Aber immerhin muss ich nicht den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich war echt kurz davor zu überlegen, oder ich habe es mir überlegt, zurückzugehen. Und erstmal abzugraden. Aber ich wollte es unbedingt so schaffen. Dreck, Scheiße! Odin ist mittlerweile mein Gefluche gewohnt. Sonst hat er immer merkwürdig geschaut, wenn ich so rumgeschrien habe. Aber mittlerweile denkt er sich so... Oh boy, oh boy, oh boy. Ein Schlag, ausweichen. Oh fuck. Na, come at me. Achso, ich muss da hoch. Ah, fuck. Vergessen zu heilen. Bin ich echt der schlechteste Spieler auf der ganzen Welt? Und warum kann man diese fucking Szene nicht skippen? Der Aggressionspegel steigt immens. Das hat doch jetzt funktioniert. Oh, jetzt muss ich auch noch diese Kackdinger. Ist doch gut jetzt. Wie viele sollen noch kommen? Was ist das jetzt für einer? Panik!
glaube, wir gehen erstmal zur Stadt und tun erstmal ein bisschen upgraden. Bis gleich. Zurück zur Stadt. Jetzt ist halt die Frage, was kaufen wir denn ein? Kann man noch nicht, gell? Nein. Natürlich nicht, Alex. Du kommst ja nicht mal am ersten Level voran. Wieso sollte man dann da weiter können? Bla 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 bla. Ja, wurde verprügelt, armes Ding. Hol dir eine Waffe und räche dich. Was ist das? Ach, das sind die Bomben wahrscheinlich. Nee. Ich brauch was Effektives. Was Grandioses. Theoretisch müssen wir auch gar nicht den ersten Weg laufen. Wir können auch links, rechts, unten noch gehen. Ist das ein Herzcontainer mehr, oder? Ja. Machen wir. Sehr gut. Lieber ein Herzcontainer mehr. Da ist Dashen. Was können wir bei ihr? Aufladen. Tobi hat mir empfohlen, gleich den Dash zu holen. Ja, aber das fehlt mir jetzt. Sorry, Tobi. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt einen anderen Weg. Ich hoffe, man kann noch einen anderen Weg nehmen. Nehmen wir links. Gucken, ob wir schon diese Welt besuchen können. Wir gucken uns auf jeden Fall um. So wie es sich gehört. Was war das? Dreck. Ohne jetzt Werbung für meine Kopfhörer zu machen. Die Kopfhörer sind der Hammer. Für Bluetooth in ihr Kopfhörer von Anker. Sind die echt mega. Ich höre auch gerne mit denen Musik, weil die einfach ein richtig geiles Bassverhältnis haben. Aber das nur so am Rande. Okay. Explodiert halt der ganze Scheiß. Ich glaube, der Dash ist schneller mit dem neuen Dash. Sofort gesehen, dass es da durchgeht. Sofort. Dann gucken wir, dass wir gleich einen dritten Container freischalten und uns gleich den neuen Dash holen. Wird ja schon geil, schneller ausweichen zu können. Ob ich das meistere, ist wieder eine andere Frage.
Ja, und auch die Musik ist richtig gut, muss ich sagen. Stirb! Gut, gehen wir in das erste Tor rein. Yes, den ersten. Sehr gut. Hallo, warum geht denn jetzt das Licht aus? Zamol. Wer bist du? Gab's nur einen Medi-Container? Nennen die jetzt einmal mal Medi-Container. Ich weiß nicht, ob die einen Namen haben. Health-Container. Ein Eichhörnchen. A dead. Ja, noch kriegt man gut Health Packs. Immer so typisch. Am Anfang wird man zugeworfen mit Health Packs. Und danach gar nicht mehr. Ich habe da was gesehen. Und nichts gesehen, okay. Ah, ich häng! Darf man nicht chargen lassen. Ah, ich häng schon wieder, fuck. Buffer wurde durch Aufschütten voll aufgeladen. Hä? Super entspannendes Spiel. Schön zum Runterkommen. Ihr habt überhaupt nicht aggressiv. Man bemerke die Ironie in meinen Worten. Oh yes. Bald haben wir drei. Schlagzeug im Hintergrund. Ein leichtes Snare. Ohne Momento, muss ich überhaupt da lang? Stimmt. Aber zuerst gehen wir noch da lang. Thank you.
Musikwetter war intenser. Ich glaube, wir müssten eigentlich da lang. Dann gehen wir nochmal zurück. Ja, dann haben wir jetzt voll. Yes. Gib mir den Loot. Gut, Stufe 3. Das heißt, wir können uns jetzt den Dash holen. Aber zuerst, wenn wir einen Teleporter freigeschalten haben, dass wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Oh, das war knapp. Das hätte schief gehen können. Die Musik wird immer intenser. Dreck. Fuck! Ich weiß gar nicht, wie da die Taktik ist von den Wölfen. Die rennen ja auf mich zu. Schlecht. Ah, ich könnte auch mal meine Pistole benutzen. Bestimmt auch. Gerade bevor die in Kampfreichweite sind, kann ich den Vogel anschießen. Oh, da war ein Blatt. Oh, da war ein Blatt. Da oben geht's noch rein. Ah, da geht's, glaube ich, weiter. Dann gehen wir erstmal hier runter. Können wir alles zerstören. Was ist los, Digga? Warum hustest du schon wieder? Bestimmt Corona oder so. Hm, super. Oh, er charged! Alex, ausweichen, wenn er charged! Oh. Ich bin manchmal so ein Scheiß-Idiot, dass ich immer denke, draufhalten, nein! Eins nach dem anderen. Am besten ausweichen. Nicht so, ich bin dann so ehrgeizig und möchte es dann so schaffen. Oh fuck, da ist noch einer. Obwohl ich weiß, dass
die Wahrscheinlichkeit gering ist. Der Dude ist eingefroren. Ich muss ihn retten. Genauso wie da. Das geht eigentlich. Eigentlich Angriff dodgen. Fuck, zwei Stück. Angriff dodgen, Angriff dodgen. Super easy eigentlich. Oh fuck, zwei Stück. Was hat es mir jetzt gebracht, auf den zu ballern? Verstehe ich nicht. Hallo? Die Steuerung hat sich gerade verabschiedet. Pause Recording. Continue recording now. Doch jetzt. Nee, da wollte ich nicht rein. Dann machen wir halt gerade nochmal alles von vorne. Die sind easy. Die kann ich. Da scheiße ich jetzt mal drauf. Wieder die Panik. Ein Teleporter wäre echt nicht schlecht. Oh, heilen wollte ich mich eigentlich jetzt nicht, aber okay. Reck, kein Teleporter in Sicht. Also die weichen die Schüsse aus. Ah, oh, komm, dann heil dich. Voll die Verschwendung wieder. Bald ist unsere Zeit abgelaufen, also für die heutige Folge. Aber es ist auch schön, mal das andere... Ah, ein Portal, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir holen uns noch schnell den Dash. Spielen noch ein bisschen mit dem Dash herum.
Und dann machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Das Video und mich. Und hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal. Aber wie gesagt, wir machen jetzt noch ein bisschen. Gucken wir uns noch den Dash. Gut, gib mir den Dash. Nice. Ach, das sind noch mehr Attacken. Achso. Ah, damit kann man... Mit dem Dash kann man damit die Schüsse abwehren. Okay. Gucken wir mal. Ah, geil. Ja, da muss man mit dem Rhythmus. Das, was Tobi gesagt hat. Ah, interessant. Okay. Ja, ich sag viel zu viel, okay. Es ist schon... Es ist nicht einfach nur... Button mashen. Sondern das ist, was ich auch letztens gesagt habe bei Metal Gear Solid Rising. Dass es viel auf Rhythmus angeht. Im Takt, also nicht quasi mit dem Kopf drücken. Also nicht bildlich gesehen. Das war's für heute. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann nächsten Freitag oder Mittwoch natürlich wieder zu Skyrim. Und Montag. Und da gucken wir mal, was ich da an random VR-Zeugs habe. Da so einiges wieder im Petto. Immer wieder neue Sachen. Die Liste füllt sich immer mehr mit VR-Titeln, die ich ausprobieren muss. Die ich euch nicht vorenthalten möchte. Dementsprechend bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Euer Ender Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.